Hallo Leute, Apple hat offiziell die Public Beta von iOS, iPadOS, tvOS 18, watchOS 11 und macOS Sequoia veröffentlicht. Und in diesem Video zeige ich euch, wie genau ihr die Beta installiert und was ihr sonst noch so alles darüber wissen müsst. Mit der Public Beta erlaubt es uns Apple also, die noch unfertige Version dieser Updates zu testen bzw. zu nutzen. Und im Herbst wird dann wie jedes Jahr die finale Version dieser ganzen Updates erwartet. Die Teilnahme an der Public Beta ist freiwillig. Es geht ja hier wirklich nur darum, dass Apple diese ganzen Updates mal an der breiten Masse testet. Und wer möchte, kann dabei eben mitmachen, bekommt im Gegenzug schon einen früheren Zugriff auf die neuen Updates und somit auf die neuen Funktionen. Und kann Apple auch laufend ein Feedback geben, also Apple mitteilen, was da noch nicht so gut läuft oder was einem nicht so gut gefällt. Wie genau man das macht, das zeige ich euch dann noch. In der Vergangenheit hat das hier bei manchen für Verwirrung gesorgt, deswegen hier mal eine Übersicht. So war es die letzten Jahre, wir werden sehen, ob es dieses Jahr wieder so ist, aber bei der Developer Beta befinden wir uns ja aktuell bei der Beta 3. Und das wiederum entspricht der eben veröffentlichten Public Beta 1. Und so geht das dann auch weiter. Die Developer Beta 4 entspricht dann der Public Beta 2, Beta 5, dann der Beta 3 und so weiter. Alles, was es über die Public Beta zu wissen gibt, findet ihr unter beta.apple.com. Hier könnt ihr euch entweder erstmals für die Public Beta registrieren oder, falls ihr das schon mal gemacht habt, euch hier ganz einfach mit eurer Apple ID anmelden. Darunter findet ihr dann unter anderem so einen Guide und bekommt dann hier eben iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS und HomePod Software aufgelistet und findet dann unter diesen einzelnen Tabs einige wichtige Infos, Dinge, die es eben allgemein über die Beta zu wissen gibt. Und unter diesem Punkt hier bekommt ihr dann wieder all diese ganzen Versionen aufgelistet und bekommt dann für jede Version eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, eben wie ihr die Beta auf diesem Gerät installiert und was es dabei alles zu beachten gibt. Wie immer ist es sehr empfehlenswert, vor der Installation der Beta ein Backup seines Gerätes zu machen. In Bezug auf iPhone und iPad empfiehlt Apple sogar, ein Backup auf seinen Computer zu machen. Im Vergleich zum iCloud Backup haben wir dann nämlich wirklich ein komplettes Backup des Gerätes, von dem ich dann vor allem das iPhone oder iPad wiederherstellen und somit dann bei Bedarf auch wieder zu iOS oder iPadOS 17 zurückkehren kann. Was den Mac angeht, wird das sicherlich auch schon vielen bekannt sein. Da empfiehlt Apple, ein Time Machine Backup zu machen. Denn auch so könnte ich den Mac bei Bedarf jederzeit aus diesem Backup wiederherstellen. Und falls jemand Erfahrung damit hat, ist es ja auch immer ein Tipp, ein weiteres Volume oder eine weitere Partition auf dem Mac zu erstellen und dann dort macOS Sequoia Beta zu installieren, neben macOS Sonoma. Wodurch ich dann eben beim Hochfahren des Macs auswählen kann, mit welcher Version ich starten möchte. Was die Apple Watch angeht, ist es ja so, dass bereits das iPhone Backup auch ein Backup von der Apple Watch enthält. Damit hätte man zumindest eine Sicherung seiner Apple Watch, aber, und das gibt Apple hier auch an, bekanntlich ist es ja nicht möglich, die Apple Watch von einer höheren auf eine niedrigere WatchOS-Version zurückzusetzen. Das bedeutet, sobald man WatchOS 11 Beta auf seiner Apple Watch installiert hat, muss man die Beta-Phase bis zum Ende hin durchmachen. Ein einfaches Zurück zu WatchOS 10 gibt es dann nicht mehr. Wie genau geht man jetzt aber vor, um die Beta auf seinen Geräten zu installieren? Auf dem iPhone oder iPad geht ihr in den Einstellungen, unter Allgemein, unter Software-Update, hier zu diesem Punkt Beta-Updates. Sofern ihr euch für die Public Beta registriert habt, das könnt ihr entweder jetzt zum ersten Mal gemacht haben oder ihr habt es bereits in der Vergangenheit schon einmal gemacht und seid bereits in Apples Beta-Programm, dann sollte euch hier die neue Public Beta angezeigt werden. Habt ihr diesen Punkt aktiviert, sollte euch unter Software-Updates dann auch schon das Beta-Update angezeigt werden. Der Rest läuft dann eigentlich wie bei einem typischen Software-Update ab. Sollte euch das Update aus irgendeinem Grund nicht angezeigt werden, dann könnte es helfen, das iPhone mal aus- und wieder einzuschalten. Bei der Apple Watch läuft es sehr ähnlich ab. In der Apple Watch App unter Allgemein oder Software Update unter Beta Updates sollte euch dann eben auch hier die WatchOS 11 Public Beta angezeigt werden. Und auch am Mac eben im gleichen Bereich Allgemein Software Update Beta Updates sollte dann eben die macOS Sequoia Public Beta angezeigt werden. Und bei Apple TV, da seht ihr jetzt eine Aufnahme vom letzten Jahr, aber gilt genauso auch für tvOS 18, da muss in den Einstellungen unter Software Updates dieser dritte Punkt rechts oben Beta Updates laden eingeschaltet sein. Auf welchen Geräten lassen sich die neuen Updates jetzt aber eigentlich installieren? Unter iOS 18 hat sich im Vergleich zu iOS 17 nichts verändert. Es gilt nach wie vor ab iPhone 10s oder 10r. Bei WatchOS 11 sieht es leider anders aus. Da sind im Vergleich zu WatchOS 10 SE1, Series 4 und Series 5 weggefallen. Es gilt jetzt also ab SE2 oder Series 6. Für iPadOS 18 gilt iPad Pro ab 2018, ab iPad Air 3, iPad 7 oder iPad Mini 5. Mit welchen Mac-Modellen macOS Sequoia kompatibel ist, seht ihr jetzt hier aufgelistet, zum Beispiel MacBook Air ab 2020 oder MacBook Pro ab 2018. Und für tvOS 18 gilt das gleiche wie für tvOS 17, also Apple TV ab 2015.
Was bedeutet es jetzt aber, eine Beta auf seinem Gerät zu nutzen? Es bedeutet, wie ja bereits am Anfang des Videos gesagt, dass man eine noch unfertige Version auf seinem Gerät hat. Eine Version, die sich noch in Entwicklung befindet. Mit anderen Worten, eine Beta ist voll von potenziellen Fehlern. Sie ist definitiv nicht so stabil wie eine finale Freigabe und Drittanbieter-Apps sind meistens nicht optimiert. Das kann so sein, muss aber so nicht sein. Die Erfahrungen sehen sehr unterschiedlich aus. Bei manchen läuft eine Beta gar nicht so schlecht. Manche bekommen das einfach nicht so deutlich im Alltag zu spüren, andere haben dann mit Problemen und unangenehmen Einschränkungen im Alltag zu kämpfen und kehren deswegen dann wieder auf die vorherige Version zurück. Für die Akkulaufzeit gilt sehr Ähnliches. Unter einer Beta ist es nichts Unübliches, wenn die Akkulaufzeit schlechter ist. Bei einer Beta kann es vorkommen, dass sie nicht effizient genug läuft und dass bestimmte Fehler oder Prozesse auch zu einer stark erhöhten CPU-Aktivität führen, was wiederum dazu führt, dass die Akkulaufzeit darunter leidet und das Gerät auch wärmer als üblich wird. Aber auch hier gilt, das kann, muss aber so nicht sein. Auch da macht jeder unterschiedliche Erfahrungen. Auch Banking-Apps waren ja in den letzten Jahren in der Beta-Phase immer ein Thema. Es gab Banking-Apps, die haben funktioniert und es gab welche, die haben nicht funktioniert. In Bezug darauf, wie es dieses Jahr aussieht, könnt ihr eure Erfahrung gerne in die Kommentare schreiben. Ganz allgemein können Beta-Nutzer ja auch ein Feedback über die Beta abgeben. Also ganz einfach Fehler oder Probleme im Zusammenhang mit der Beta, die bei euch persönlich auftauchen, an Apple melden und somit auch aktiv dabei mitzuhelfen, dass wir es dann bei der finalen Version am Ende mit einer möglichst stabilen Version zu tun haben. Als nächstes ein simpler, aber erfahrungsgemäß wirkungsvoller Tipp. Tritt auf einem Gerät ein Fehler auf, irgendein Problem, eigentlich unabhängig davon, ob es jetzt eine Beta ist oder nicht, dann schalte ich das Gerät einfach aus und danach wieder ein. Klingt simpel, aber wie gesagt, aus Erfahrung weiß ich, dass das Gerät danach oftmals wieder besser lief. Denkt immer wieder daran, vor allem wenn ihr eine Beta auf eurem Gerät habt. Sehr oft werde ich gefragt, wie die Beta denn aktuell läuft. Und ich würde euch gerne eine eindeutige Antwort darauf geben, doch darüber kann ich keine pauschale Aussage treffen. Wir alle nutzen unterschiedliche Geräte, wir alle machen mit unseren Geräten unterschiedliche Dinge und so sehen die Erfahrungen auch immer sehr unterschiedlich aus. Das ist also jetzt nur meine Erfahrung. Unter der Beta 1 habe ich definitiv gespürt hinsichtlich Fehler und Akkulaufzeit, dass es eben noch eine Beta ist. Inzwischen unter der Beta 3 habe ich gar kein Problem mehr damit, die Beta zu nutzen. Vielen anderen wird es sicherlich auch so gehen, aber genauso wird es viele geben, die die Beta dann im Alltag als sehr unangenehm empfinden und wieder auf die vorherige Version zurückkehren möchten. Deswegen wäre es ja auch, wie bereits gesagt, empfehlenswert, vor dem Update auf die Beta ein Backup seines Gerätes zu machen. Auf jeden Fall werde ich euch ab jetzt wie jedes Jahr über die neuen Beta-Versionen von iOS 18 informieren, euch also zeigen, was für Veränderungen Apple an iOS 18 vornimmt und wie stabil das Ganze läuft, beziehungsweise eben, wie es sich im Laufe der Beta-Phase entwickelt. Am Ende wünsche ich natürlich all denen unter euch, die sich dazu entscheiden, die Public Beta zu nutzen, viel Spaß. Diejenigen, die die Developer Beta bereits nutzen, können ihre Erfahrung gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.